Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Portal 2. So, wir sind hier immer noch bei dem Höflichkeitsbesuch und... Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihnen Gott. Ja. Also die Gesetze funktionieren noch. Ach so. Ja, jetzt das. Ja gut, ist eigentlich völlig unnötig, was ich da gerade mache, aber... ja. So, das müsste, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, wie genau das jetzt hier ist, aber die kann man, dürften eigentlich die sein, alle noch aus dem ersten Teil, vielleicht ein bisschen kaputt oder wie auch immer, und teilweise anders, auf jeden Fall, aber egal, ich springe jetzt hier mal durch. Also es muss ja schon ein bisschen Herausforderung sein, so zu sagen. Nein, nicht runter. Danke. So, ich muss jetzt einfach nur neu ein Portal hier platzieren. Und den Würfel mitnehmen. Jo, watch. Gut. Da wir das mitnehmen. Unsere Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben. Willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Ja. Also das Mitnehmen von Gegenständen durch die Portale ist, glaube ich, hier im zweiten Teil arg verbessert worden, weil ich denke, es geht einfacher. Also wie ich mich da rumgequält habe mit den Radios im ersten Teil. Das war schon nicht schön. So, was haben wir denn hier jetzt? Ach so, ach ja. Gut, jetzt müssen wir tiefer springen und... Moment. Ich muss jetzt erstmal gucken, was, wie und wo. Okay. Ich würde mal behaupten, ich muss darüber. Ach so, ja. Ja, und da unten ist Portal. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass das Gelaber von den Testkammern, dass die aus dem ersten Teil seien, ist absoluter Bullshit, aber naja, es kommt mir jedenfalls teilweise so vor. Bei dieser hier eigentlich gar nicht. Aber später, naja, ich will jetzt nicht so viel verraten. Wo muss ich denn hin? Das ist... Ja, theoretisch hier. Holla! So, hier, ja, Glas ist zwar angesplittert, aber zerbrechen können wir es trotzdem nicht. Schade. Ich denke mal, das... Ups! Das reicht nicht! Scheiße. Ich bin zu weit nach... Oh, ja. Machen wir hier noch einmal. Und... Tschakka! Jawohl! Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Ist klar, mein Bester. Ist klar. Also das Gelaber übrigens ist eine ganze Menge... Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Hey, Kuckuck! Ah, da ist er wieder. Nö, ich will zurück. Nee, natürlich nicht. Spaß. Hier übrigens ist so ein Teil, was diese Kugeln verschossen hat und da was angenommen hat. Da sieht man mal so die Technik so dahinter so ein bisschen. Da, für zum Verschießen, das ist ein Mordsteil, sieht fast aus wie so eine Flugzeugturbine. Und das, wo das auffängt, ja, das ist nur so ein kleines. Aber wie man hier unschwer erkennen kann, ja, alles im Arsch. Und da drüben ist Wheatley und... Super, du hast die Portalkanone gefunden. Und ach, lernen nee. Wir daraus?
Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Ich geb dir gleich einen Hirnschaden. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Mach schon. Geh hindurch. Was? 3! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also, okay. Also auf 3 habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also, diesmal warum schon hast bei du nicht warum kam da jetzt nicht... Oh. Au. Ja. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Ach nee, ne? Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Ja, dann mach erstmal auf. Ja, ich kann das nicht, wenn du guckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Nö. Ich will mich nicht umdrehen. Ich kann nicht, wenn du dabei zuguckst. Oh. Was ist los? So, umgedreht. Okay, dreh dich wieder um. Ja. Geheimtür, die hab ich aufgemacht, als du dich hingeguckt hast. Ja, mich hoch und prima. Dann raus hier. Nö, ich lass dich liegen. Kannst du mich hochheben? Eigentlich schon. Und los geht's. Ich will zwar nicht, aber keine naja. Keine Schiene, gut. Die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo ja. Gehen wir hin? Jetzt müssen wir das ständig das Gelaber von dem anhören. Das ist am besten wir folgen der Schiene. Ja. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Hallo. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Danke. Weiter, weiter. Hallo. Hi. Ja, ich bin's. Okay. Ladebildschirm. Trolla, 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 la, trolla, 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 la, tralla, la, 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 la. Ich sollte dir mal eine Kleinigkeit erklären. Ja, erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Jo. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Ne? Ja, also, Plan A. Wenn du irgendwelche Vorbehalte gegen diesen Plan hast, dann würde ich dir empfehlen, sie jetzt vorzubringen. Hier und jetzt. Ich möchte jetzt gerne was sagen. Kannst du mal die Klappe halten? Danke. Und wenn du denkst, oh. Ich habe die Gelegenheit zum Protestieren verpasst. Nein, es ist noch Zeit. Also hier sieht es auf jeden Fall anders aus. Hier ist so ein komisches Teil. Aber was ja hier ist, dieses Teil da, diese, ja, keine Ahnung, wie soll ich das nennen? Diese Aussichtskammer hier. Und dieser komplette Glasgang, den kennen wir noch von Ende des ersten Teils, also von ersten von Portal 1. Oder sind wir damals von da gekommen? Irgendwas kaputtes, zusammengefallenes ist da. Aber ist eigentlich jetzt mal ziemlich wurscht. Gehen wir mal durch den Gang und das sehen wir dann gleich. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Hier stand ein rotes Telefon und lauter so ein Zeug. Und ja, hier ist wirklich alles kaputt. Und im Arsch. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß. Ich wollte es auch nicht glauben. Ich bekenne mich schuldig. Du meinst, es ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Ja, hier offensichtlich ist dann da alles nach unten gefallen und so. Ich würde sagen... Ah, schau an, da ist dieses Verbrennungsteil. Das hat ja hier... Da haben wir ja die ganzen Kerne reingeworfen. Darf ich dich da auch reinwerfen? Wäre echt nice. Gehst mir nämlich auf die Nerven. So, ich wollte mich kurz nochmal so ein bisschen umgucken. Ob wir vielleicht irgendwas sehen, was uns erstmal wiedererkennen oder so. Naja, eigentlich nicht. Alles Schrott hier unten. Aber was ich nicht wiedererkenne, ist hier das hinten dran. Also hier ist wohl irgendwie die Wand umgefallen und
Ja, da ist eine Treppe hinten dran. Okay, die Treppe runter. Ach nee, ne? Spring! Obwohl... Wow. Ich bin immer noch festgehalten, das ist super. Na, super. Kräftig zugepackt, uns geht's gut. Ganz ich kann dich ja gar nicht loslassen. Ich würde dich so gern liegen lassen, aber... Ja, leider... lässt mich das Spiel nicht, dich liegen lassen. Naja, was soll's. Entschuldige, am besten nicht nach unten sehen. Na doch. Ich schau mal nach unten extra für dich. Hältst du denn da davon? Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Na dann rein. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja hier nichts an. Hier steht nirgendwo was an, drauf. Außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Hier steht nirgendwo was irgendwo drauf. Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. Ja, es wäre Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Wow. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay, okay, ganz ruhig, alles Paletti. Ich hab's. Herz wird langsamer. Nein, wird noch schneller. Oh. Ja. Voll eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort, das kann ich hacken. Kein Problem. Wollen mal sehen. Ich glaube, du hast versagt, mein Kleiner. Nein, gut. C. Nein, warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo? Du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Ah! Oh nein, 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 aua. Nein. Oh nein, 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 nein. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Du bist hier das Monster. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Ja. Und zwar in die Tiefe fallen. Tja. Und Lados ist wieder da. Okay, jetzt wird übrigens die ganze Zeit wieder GLaDOS sprechen. Und bin ich übrigens froh drüber. Ist mir lieber als dieser nervige kleine Wheatley. So, erstmal warte mal, bis wir unten angekommen sind. Da wären wir, die Brennkammern. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Oh. Armes hier. Ja, eigentlich mal nett, ne? Gibt irgendeinen. Warte. Ach so. Irgendwo gibt es einen Turm, den man befreien muss. Gibt es eine Errungenschaft für. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Natürlich gibt es da einen Weg zurück zum Testbereich. So. Benutzen wir doch gleich mal den Nach hier. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering ist auch wie alles möglich im Arsch zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Voll übel. Lass mich das für dich schulen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Oh, upsa. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, den du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn.
Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Warum glaube ich ihr irgendwie nicht, dass sie über solchen Dingen steht? In etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Was, du Wolle? Da war doch eben direkt vor mir so eine Wand. Ja, ich denke mal, hier ist die Stelle zum Weitergehen. Ich räume das für dich weg. Was für ein Saustall. Ja, mach das mal. Ja, da hast du mal recht, ne? Dass du zurück bist, bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen, bis an dein Lebensende. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Ja, also wir werden jetzt die ganze Zeit noch mehr zynisches Gelaber von Kladers hören. Mal schauen. Na, je nachdem, was jetzt kommt, würde ich sagen. Ich warte jetzt erstmal, was kommt. Genau, Teil 2, der Kaltstart. Das heißt, an dieser Stelle mache ich jetzt im nächsten Part weiter. Macht's gut und ciao.